Gesundheit ist genau aus dem Grund, weil ich nicht weiß, wie ich mich selber heilen kann, das größte Geschäft auf dem Planeten. Und dann machen wir alle mit. Aber wenn man an dem Punkt ist, dass man sagt, aha, Sie sind austherapiert, lieber Mann, dann geht's los. Es ist erstaunlich, dass in der wichtigsten Frage des Lebens die Leute am wenigsten Kompetenz haben. Also gerade wenn es wirklich um Gesundheit geht im Leben, da frage ich immer jemand anderen. Also entweder gehe ich zum Arzt oder vielleicht gehe ich auch zum Heilpraktiker oder zum Energetiker oder zum Lebensberater oder wo kann ich noch hingehen? Zum Pfarrer. Manche gehen auch zum Heiler. Manche machen dafür sogar Fernstreckenflüge. Soll man nicht glauben. Da geben sie richtig viel Geld aus. Und haben immer das Gefühl, irgendjemand müsste ihnen doch erklären können, wie sie ihr Problem lösen. Und dann hat es da wieder nicht funktioniert und da nicht. Und so gehen sie immer weiter. Aber das ist komisch. Ist der Mensch eine Fehlkonstruktion? Dass er in der wichtigsten Frage des Lebens, muss er immer jemand fragen, wie soll denn das gehen? Wo gehen denn dann die Profis hin? Also, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das von Natur aus so gewollt ist, dass jeder so einen Berater braucht. Also dann wäre ja der Mensch eine komplette Fehlkonstruktion, wenn er sich nicht selber heilen könnte. Aber wenn man ihm das sozusagen lang genug erzählt, dass er sich nicht selber heilen kann, dann glaubt das auch. Und wenn dieser Glaube funktioniert, dann ist das ein Riesengeschäft. Also das Beste sind so chronische Patienten. Die kommen laufend. Das ist ideal, wenn man jemand sagt, du hast was Chronisches. Naja, dann geht das bis Lebensende. Ich habe einfach gedacht, nein, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Also, dass ich jetzt mein Leben mit 33 Jahren an die Wand gefahren habe, nein, das kann nicht sein. Was ist los? Da liegst du schon drin und musst heftig nachdenken, was hast du jetzt gemacht? Irgendwas ist schiefgegangen. Und an dem Tag, es war übrigens jetzt gleich, wiederholt sich's, am 27. Mai, da war an sich war da schönes Wetter. Aber ich wollte in den Garten und den Weg habe ich ja schon oft gemacht. Öffne das Fenster, gehe da raus und denke, oh, es nieselt so ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, die Dachziegeln könnten vielleicht ein bisschen glitschig sein. Und ich überlege noch, ob ich gehen soll, und da rutsche ich schon aus. Und wenn man so rutscht, ich meine, mit meinen, 80 Kilo, die Schräge und dann runter, das dauert vielleicht 1,5 bis 2 Sekunden. Dann ist man unten. Aber ich weiß nicht, ob Sie das verstehen, was ich jetzt sage. Sie können in 1,5 Sekunden Ihr ganzes Leben sehen. In dem Moment hatte ich zum ersten Mal wirklich richtig Todesangst. Und dachte, aha, jetzt ist zu Ende dein Leben. Und ich kenne viele, die zu uns auch ins Seminar kommen. Die warten tatsächlich so lang, bis sie Todesangst kriegen. Und dann geht's Licht auf. Dann wissen sie, jetzt müssen sie sich selber heilen. Wenn dir niemand mehr heilt, dann muss der endlich auf die Idee kommen, wie heilt man sich selber. Aber viele brauchen dafür die Todesangst. Und das war bei mir nicht anders. Und das ist etwas, was irgendwie merkwürdig ist bei uns. Wir lassen den Karren schleifen und machen und dann haben wir noch die Krücken und dann haben wir noch das und dann nehmen wir jeden Tag Tabletten und irgendwie, ja, wir wursteln uns so dahin. Aber wenn es dann richtig, wenn man dann eine Diagnose kriegt, du hast bloß nur 3 Monate, dann hocken sie plötzlich bei uns im Seminar.
Schauen Sie mal, wie viele tausenden Menschen haben Sie da schon ihre Selbstheilungskräfte zunichte gemacht? Weil Sie keine Ahnung haben, wie der Mensch sich heilt. Hat die Medizin ja auch nicht, kommt im Medizinstudium auch nicht vor. Die Medizin ist nur dafür da, die Menschen zu behandeln, aber nicht zu heilen. Warum? Weil die Medizin ja erst anfängt zu denken, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Ohne ein Symptom, ohne eine Diagnose hat die Medizin nichts zu tun. Die fängt überhaupt erst an, wenn es schon passiert ist. Aber wenn ich was heilen will, muss ich an die Ursache. Sonst kann ich niemals heilen. Also, wenn eine Diagnose ist, dann ist das die Diagnose, nicht die Ursache. Da muss doch schon was passiert gewesen sein, damit es zur Diagnose kommt. Selbst ein Unfall kündigt sich an. Und da weiß man, wenn man nachher mit den Leuten spricht, ja, in der Früh war es schon so komisch, da bin ich aufgestanden und immer gibt es Signale, die man aber nicht versteht, die aber im Rückblick ganz klar sind. Ja, jetzt hat sich was angekündigt. Aber da reagiert man nicht drauf. Und die Medizin, wie gesagt, die fängt dann erst an, wenn es schon passiert ist. Aber ich habe gewusst, ich muss an die Ursache. Und wenn ich an die Ursache will, dann muss ich da zurück ins limbische Gehirn. Und dafür habe ich eine Methode entwickelt. Weil sonst hätte ich die Ursache von meinem Querschnittslähmung auch nicht erkannt. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Da habe ich gesagt, siehst du, deswegen bist du vom Dach gefallen. Dankeschön. So, und heute bin ich hier. Danke euch. Tschüss. Okay.